I just don't. Ja, so weit will ich auch nicht haben. Ich will nicht so leben. Du kannst um einen Tag gehen, glaube ich. Das ist doch kein Leben mehr. Kann man gehen, du was machen lassen. Ja, der so was aufsetzt und schreibt und du unterschreibst dann. Dass du, wenn du mal wirklich so krank bist oder dass du in Koma fällst und du willst nicht, du an Schläuche bist. Guck mal, war das sauber mit Renate, die wollten das nicht mehr. Ja. Darum hat Sigel die heimgenommen, ja. Die haben was gemacht, so die konnte heimgehen. Ja. Dann haben die gesagt, so machen wir das jetzt. Der hat auch keine Medikamente mehr gegeben und nichts. Nee. Was hat er genutzt? Der hat gar nicht mehr geholfen. Die hat ja auch so nichts mehr schlucken können. Weil nee, die konnte nichts mehr. Getrunken oder was, dann hat es aber doch nur immer gebrochen. Das hat ja dann sowieso keinen Zweck gehabt, wenn sie immer dann alles rausbricht. Hätte die Medikamente auch nicht mehr geholfen. Nee. Ich habe jetzt gar keine Medikamente mehr gegeben. Ich dachte, das hilft jetzt auch nicht mehr. Was scheiße. Ich meine, Renate hat das auch nicht verdient. Nein. In dem Sinne. Die hat auch alles für ihre Kinder getan. Ey, wenn du denkst, Renate hat gar nichts falsch gemacht, der war der scheiß Arzt und dann haben das falsch. Diagnose. Ja, genau. Die haben gesagt, das wäre weg und dann kam es wieder. Nicht nur das, wenn die haben rumgefummelt mit dem Kopf. Ja, 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 ja. Und jetzt denke ich, das war alles wegen das da unten. Ja, ja. Und if die hätten das früher gefunden, if die hätten das ganz früher gefunden, dann bestimmt war alles noch in Ordnung sein. Doch, verstehe ich das. Die war aber doch oft genug beim Frauenarzt. Die hätte dauernd feststellen müssen. Was hat die denn gehabt für einen Krebs? Ja, Bauch. Innen drinnen irgendwo. Das haben die nicht festgestellt. Magen oder Darm, keine Ahnung. Ach, Scheiße. Also war gar nichts im Kopf? Nee, war gar nichts im Kopf. Da haben sie ja nichts festgestellt. Die hatten immer gesagt, das war von einem Zickenbeiß. Like so. Epilepsy oder irgendwas. Ja. Und das hat er auch. Meningitis. Ja. Hirnhautentzündung. Ja. Ah, jetzt hat die auch keine mehr Schmerzen. Nein. Aber Sigel sagt, die spukt darum. Oh ja. Sagt er mir immer. Die ist darum irgendwann am Machen. Leider ist die Uhr stehen geblieben. Ja, dann hat funktioniert wieder und jetzt wieder mal stehen geblieben. Hat er mir auch erzählt. Sagt er, Sina wollte ich einen Kaffee machen, weil die Kaffeemaschine kaputt ist. Ja. Echt? Dann war Sigel runter zur Allgäu gefahren, kam zurück. Und wollte was machen, hat er wieder was da reingesteckt und jetzt geht wieder. Ach. Ja. Das immer, wenn Sina sagt, oh, kann ich mal Kaffee machen? Das ist die glaubt das Zeug. Ne? Und auf einmal ging die Kaffeemaschine nicht. Und Renate konnte Sina Bei Sixt kommt ja immer mit dem Medium das. Das ist Sina.